So, wir haben hier zwei Funktionen und es ist erstmal die Frage, warum im Bereich zwischen 0 und Pi nur ein einziger Schnittpunkt da ist an der Stelle 0. Gucken wir uns das kurz an. Wir haben hier also den Graphen. Ich kann hier x hinmachen und ich kann hier y hinmachen. Ich kann 2x einzeichnen. Das ist eine Gerade, die läuft so. Ich kann hier den Sinus einzeichnen. Der läuft im Prinzip so. Und an der Stelle Pi, das heißt, hier wird die Sache im Prinzip abgebrochen. Das soll jetzt keine maßstäbliche Skizze sein. Im Prinzip sieht es so aus. Wir haben hier also die Funktion g, wir haben hier die Funktion f und wir stellen fest, der einzige Schnittpunkt zwischen diesen Funktionen ist an dieser Stelle hier. Das sollen wir kurz begründen. Eine Möglichkeit ist natürlich, die Gleichung Sinus von x ist gleich 2x, ist äquivalent der Funktion, die darf ich dann nicht f und g nennen, nennen wir sie was weiß ich was. Y ist gerade gleich 2x minus Sinus x. Dann habe ich also nur noch eine Funktion und die muss dann gerade gleich 0 sein. Dann kann ich das y' bilden. Das ist 2 minus Cosinus x. Das ist größer als 1. Cosinus kann also im schlimmsten Falle 1 werden. Das heißt, wenn wir die Differenzfunktion uns angucken, diese Funktion y von x, dann kann ich sagen, ich habe eine monoton steigende Funktion, die 0 werden muss und die an der Stelle 0 gleich 0 ist. Ich habe also im Prinzip eine Funktion. Wenn ich mich mal bemühe, die zu zeichnen, würde die irgendwie so aussehen, bis zur Stelle Pi. Ja, und dann stelle ich fest, die ist monoton steigend und hat deswegen keinen weiteren Schnittpunkt. Also y von x ist streng monoton steigend. Y0 gleich 0 ist Nullstelle. Keine weiteren Nullstellen möglich. Natürlich könnte ich auch einfach sagen, die Funktion g hat eine höhere Steigung als die Funktion f und auch deswegen ist es nicht möglich. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann könnte ich noch den Sinus in eine Reihe verwandeln und das einsetzen. Wäre relativ kompliziert. So, und jetzt soll ich die Fläche hier berechnen, die ich hier habe. Das heißt, ich soll im Prinzip ausrechnen, das Integral von 0 bis Pi von 2x minus Sinus von x dx. Das Integral ist relativ einfach auszurechnen. Aus x wird x² halbe. Die Zweien kürzen sich raus. Sinus x wird beim Ableiten Cosinus x, beim Integrieren minus Cosinus x, deswegen plus Cosinus x und das Ganze in den Grenzen von 0 bis Pi. Dann kann ich sagen, der erste Wert ist Pi². Jetzt kommt plus der Cosinus von Pi und minus der Cosinus von 0. Das ist gleich Pi² minus 1 minus 1. Also Pi² minus 2 ist die Fläche, die ich darunter habe. Das ist die gelbe Fläche, die ich dort einskizziert habe. Ja, und natürlich, weil die Funktion größer als 0 ist, muss ein positiver Wert rauskommen. Also kann man noch prüfen. Plausibilität, es ist ein positiver Wert. Ja, also was kann ich machen? Ich kann entweder sagen, 2x hat eine größere Steigung als Sinus x oder ich kann den Term auf die andere Seite bringen, wie ich es hier gemacht habe. Dann habe ich eine Funktion yx, die hat eine bekannte Nullstelle. Hier ist also zum Beispiel y und hier ist x. Und weil die Funktion streng monoton steigend ist, kann sie keine weiteren Nullstellen haben. Bis zur Stelle Pi, dahinter ist sowieso der Definitionsbereich zu Ende. Weil ich also nur eine einzige Nullstelle habe, kann diese Funktion hier sich nur einmal schneiden. Ja, und das Integral ausrechnen ist, denke ich, relativ einfach und schnell gemacht. Braucht man, glaube ich, keine Worte zu verlieren.